Hallo zusammen, ich trage jetzt seit Sonntag ein Thema mit mir herum, das ich jetzt einfach mal in die Kamera quatschen will. Auslöser dafür war die Verleihung des Webvideopreis 2014. Wie der eine oder andere ja weiß, hat dort der Rapper Kollega insgesamt 3 Preise gewonnen. Einfach mit dem Hintergrund, dass er auf eine unglaublich große und treue Community bauen kann. Schon mal vorab, das hier soll jetzt kein Kollega-Hate werden. Ob er jetzt den Preis oder die Preise tatsächlich zu Recht oder zu Unrecht gewonnen hat, will ich hier eigentlich gar nicht besprechen. Mir geht's um ein ganz anderes Thema. Statt Kollega hätte das nämlich durchaus auch YTD oder Oliver Welke von der Heute-Show sein können. Das hätte an dem Missstand eigentlich nichts geändert. Ich bin jetzt aber eigentlich ganz froh, dass Kollega der Auslöser war, denn kein anderer hätte das Thema jetzt wirklich ja, so deutlich gemacht. Liegt einfach daran, dass zurzeit wahrscheinlich kein anderer eine so große Community hat, um eben einfach mal aus dem Stegreif 3 Preise zu gewinnen. Zum anderen ist dieses Image des Gangster-Rappers, das er jetzt nun mal hat, auch ganz gut dazu geeignet. Jetzt kommt gleich ein Katzenschwanz ins Bild. Naja, also jetzt das Thema ist auch, er ist dazu geeignet, so ein bisschen Wut und Frustration und Ablehnung, also ein bisschen diese negativen Emotionen zu projizieren, die jetzt einfach notwendig sind, damit das Thema wirklich mal auch hochbricht. Wenn ich mir vorstelle, so ein Oliver Welke hätte jetzt den Preis gewonnen, dann wäre das Problem, über das ich sprechen mag, natürlich immer noch da. Aber da hätte man sich dann wahrscheinlich gesagt, ach guck mal, Olli Welke, der Mann, der wenig Haare hat, der ist doch eigentlich ganz lieb. Ja? Also es hätte durchaus das Thema dann wieder so ein bisschen klein halten können. Mit Kollega passiert mir das jetzt einfach nicht. Also wie gesagt, mit Kollega kann mir das nicht passieren. Ich persönlich finde Kollega nämlich eigentlich richtig scheiße und mag ihn nicht. Deswegen kann dieses Thema jetzt auch so richtig hervorbrechen, ohne dass da irgendwie vielleicht Sympathien oder eine Erziehung oder so im Weg steht, die das Ganze einfach so ein bisschen abdämpft. Insofern, danke Kollega, dass du da jetzt so ein Stück weit den Prügelknaben spielen musst. So, mein eigentliches Thema ist nämlich, Reichweite ist Bullshit. Hintergrund ist, wir, die wir Videos im Web machen, sind nämlich inzwischen davon richtig besessen, wie groß unsere Reichweite ist. Oder eben halt auch frustriert, wenn sie eben nicht groß ist. Für uns zählen eigentlich nur noch die gewonnenen Abos und welche Tausender-Schwellen da dann mal wieder genommen wurden. Oder natürlich auch die Zahl der Views, die damit möglich sind. Ja, die großen YouTuber bekommen entsprechend zur Belohnung goldene und silberne Play-Buttons von YouTube. Und die Kleinen, die machen sich gegenseitig erstmal blöd an mit Aussagen wie: Schaff doch erstmal deine 1000 Abos, bevor du glaubst, dass du hier überhaupt mitreden kannst. Ja, und alle dazwischen müssen sich eigentlich die ganze Zeit nur an ihren Abos bewerten lassen. Der Glaube an unsere Reichweite ist also derzeit so ein Stück weit Religion geworden. Der Glaube an unsere eigene Reichweite ist hier also tatsächlich inzwischen Religion geworden. Versteht mich dabei jetzt nicht falsch. Wer mit YouTube Geld verdient, muss tatsächlich auf seine Reichweite achten. Ich habe da volles Verständnis dafür, dass die Netzwerke oder Vollzeit-YouTuber an den Abos bzw. an ihrer Reichweite einfach die Messlatte anlegen müssen. Ich habe auch nichts dagegen, dass man mit Webvideo Geld verdient. Ganz im Gegenteil, das ganze Thema braucht immer eine Menge Zeit, da steckt viel Mühe drin und auch ordentlich Geld. Also wenn ich einfach nur an Kosten für Kameraausrüstung oder Requisiten oder was sonst noch alles immer mit dazukommen kann, denke, das ist schon eine ganze Menge, die das in Anspruch nimmt. Da darf tatsächlich auch wieder was zurückkommen.
Wer aber Videos fürs Web gemacht hat, hat das ursprünglich mal aus einem anderen Beweggrund gemacht als Geld. Das kann sein Anerkennung, der Fame, Sendungsbewusstsein, Spaß, die Katze, was auch immer. Ja, also jeder kennt da seinen eigenen Grund wahrscheinlich am besten. Wer jetzt trotzdem sagt, nee, ich will hier eigentlich mit Webvideo bloß ganz schnell ganz viel Kohle machen, ohne dass ich viel Arbeit und Zeit investiere, dem kann ich eigentlich nur sagen, Junge, du bist hier falsch. Wenn das dein Ziel ist, dann such dir lieber einen Job bei einer Investmentbank. Dort kannst du nämlich mit anderer Leute Geld, selbst sehr viel Geld verdienen, ohne dass du irgendwie großartig Arbeit hast. Bist also besser aufgehoben. Warum bin ich aber dann gerade trotzdem so stinkig über den deutschen Webvideopreis? Das liegt einfach daran, dass wir als Webvideoproduzenten ganz unfreiwillig Marketinginstrument dieser Organisation geworden sind, ob wir wollten oder nicht. Die Leute, die nämlich den deutschen Webvideopreis organisiert haben, können nämlich jetzt entsprechend zu ihren Kunden sagen, guck mal, hier haben wir euch gezeigt, wie groß denn tatsächlich die Marketingmacht, die Reichweite von deutschem Webvideo ist. Und wir haben das Ganze organisiert. Wir sind hier die Babos. Beim Deutschen Webvideopreis ging es nämlich nicht um Talent. Es ging auch nicht um Qualität. Es ging auch nicht um entsprechende Arbeit oder Mühe. Es ging schlicht nur um die Reichweite, die erzielt wird. Die Leute, die nämlich für die entsprechenden Beiträge abgestimmt haben, waren letztendlich nichts weiteres als Klickvieh. Ja, tatsächlich ist das Ganze nur der Wert auf irgendeiner Scoring Card. Ja, und der Score oder der Wert ist halt eure Reichweite oder unsere Reichweite. Jetzt sehe ich das aber so, wer sich den Anschein gibt, und sei es nur, indem er den Namen verwendet, dass er für die gesamte deutsche Webvideobewegung steht, der muss sich da auch für die komplette Breite mit einsetzen. Und nicht eben nur für diesen einen Teil, der sich wirtschaftlich ausbeuten lässt. Weil wenn man das nicht tut, kann man eigentlich auch gleich seine Seele ans Fernsehen verkaufen. Hier muss ich also unbedingt was tun. Ich persönlich bin der Überzeugung, wenn sich da nichts tut, dann hat sich ein Webvideopreis 2015 für Deutschland überlebt. Danke euch fürs Zuschauen. Gute Nacht und bis zum nächsten Video.